Armbrotzeit ist vorbei, es war tatsächlich Armbrot. Naja, nun bin ich nochmal hochgegangen und habe im Prinzip die Weiche fertig gemacht. Und das will ich euch zeigen. Der Teil wird nicht so lang, wird auch nicht so viel Neues zu der Weiche geben. Also, ich habe die Weiche fertig gebaut. Ich halte sie mal hoch. Die ist jetzt im Prinzip bis auf die Schwellen ist sie fertig. Ich habe hier eine provisorische Stellschwelle eingesetzt. Also das funktioniert auch alles. Aber der Abstand muss noch geändert werden und es soll auch was anderes rein, eine andere Stellschwelle. Das ist mit dem Pertinax, das gefällt mir noch nicht so richtig. Mal sehen, vielleicht mal gucken, was ich da mache. So, die Radlenker sind ordentlich eingebaut hier. Alles ganz vernünftig nach Maß, so wie sich das gehört. Ja, geht einwandfrei. Also ich staune, dass ich das für mein Erstlingswerk hier diese schlanke Weiche, muss ich sagen, ich bin zufrieden. Also die Holzstäbchen dann mal noch nein gemacht, aber das wäre ich, muss ja nicht das mache. Ich werde morgen das Gegenstück zu der Weiche bauen. Also eine rechte. Und dann probieren wir nochmal, wie es drüber fährt. Also, wenn man jetzt das hier so nimmt, es fährt erst rein. Ihr könnt das hier sehen. Ne? Also ich denke, die muss ich nicht verstecken. Sicherlich, das ist klar, dass das hier nichts mit TT-Filigran und so zu tun hat. Außerdem nehme ich das ganz normale Tilichtgleis. Ich habe ja auch schon erwähnt, warum, aus fahrtechnischen Gründen nehme ich das. Und vielleicht entscheide ich mich mal später noch für das 1,8er Schienenprofil. Aber im Moment habe ich erstmal das. Weil ich habe das Zeug noch von der alten Anlage da, diese abgebauten, zum Teil abgebauten Schienenstränge und da nutze ich eben den ganzen Spaß. Es kostet alles nichts, außer ein bisschen Zeit und ein bisschen Hirnschmalz und Geduld. Also ein bisschen Geduld brauchen wir. Wer hier schnell fertig sein will, der kann das klein lassen. Der braucht gar nicht anfangen. Das kann er gleich vergessen. Das wird nicht. So, ich habe auch mehrmals hin und her nachkorrigiert, weil ich verrutscht bin beim Verlöten, trotz einer Lehre. Ja, und selbst wenn man jetzt mal hier so eine 15 nimmt und die bloß mal drüber schiebt, ja, also die fällt auch nicht ins Herzstück, nein, nicht. Einmal frei. Und ich sag mal so, hier hüppelt das kleines Wingeling. Da kann man aber hier, also hier können wir noch Schwellen rein, muss man dann hier irgendwas wahrscheinlich einlegen, ein kleines Plastikstreifchen oder irgendwas, oder ausgießen. Muss ich mal gucken, wie das die anderen machen. Ja, dann die Holzstäbchen noch mal hier rein. Dann wird das alles schön nach dem Vorbild hier abgeschnitten. Dann werde ich sie lackieren, also sprich patinieren, also die Schwellen alles. Ich werde es gleich spritzen mit der Spritzpistole. Und die Schienen dann farblich anders gestalten, ein bisschen heller mit dem Pinsel oder irgendwas oder auch mit der Pistole hier abkleben. Dann kommt sie in die Schachtel. Also die elektrische Geschichte, das kann ich vielleicht noch erzählen. Da kommt vielleicht der eine oder andere drauf. Also die muss sowieso getrennt werden. Das wird dann hier in der Mitte sein hier. Werde ich die so ganz leicht das kupferkaschierte Zeug durchtrennen. Und die Herzstückpolarisierung, die werde ich komplett machen. Also da wird es dann hier am Gleisübergang, wird es hier und hier getrennt werden. Ne? Und hier mache ich noch eine doppelte Schwelle rein. Hier so. Und schneide es dann hier zwischen den zwei Dingern durch. Da hat es auch keine Verbindung mehr hier. So hier. Ja, und dann hat man hier ein riesengroßes Herzstück, was polarisiert werden kann, von hier bis da.
Und das und das und das und das, das ist ja eh schon mit hier verbunden. Und somit führt das ordentlich Strom, sollte es keine Probleme geben. Sag ich mal so. Eigentlich ganz einfach. Also ich kann das nur mal den Leuten, die es probieren wollen, sagen, probiert's. Kosten, was werde ich denn jetzt hier für Kosten gehabt haben? Werde ich jetzt das Schienenprofil kaufen müssen? So eine Stange, ich weiß nicht, was jetzt so eine Stange kostet, 1,50 € oder 60 oder lasse 2 € kosten. Ich habe es jetzt gar nicht im Kopf. So, Leiterplattenmaterial, gut, Leiterplatten sind mittlerweile recht teuer geworden, aber ich habe so eine große gekauft, 50 mal 50, die kam 20 €. Dafür kann man viele Weichen bauen. Wenn ich es mal hochrechne, komme ich vielleicht bei der Weiche jetzt 3 € Materialkosten. Ich denke, das ist ein Unterschied. So ein Tillich-Bausatz, gut, der ist natürlich schneller zusammengebaut, das ist richtig. Aber mir soll es auch Spaß machen. Und ich finde, so doof sieht es gar nicht aus. Gut, Kleineisen habe ich natürlich nur nicht. Da lege ich jetzt auch ehrlich gesagt nicht unbedingt Wert drauf. Wer sieht denn das von einem halben Meter Entfernung, wenn es eingeschüttet ist? Und die Weichen noch, die Schienen broniert sind. Oder mit patiniert sind. Naja, so genau scheißt kein Vogel. Aber die Nietenzähler, wo ich nur wieder Nietenzähler bei den Lokomotiven bin, ist richtig. Ja, als nächstes, wenn ich, als nächstes, wenn ich fertig bin mit dem Gegenstück zu der Weiche, also in der Rechte, werde ich mich an etwas Schwieriges wagen. Und zwar eine Doppelkreuzweiche. Erst werde ich eine Kreuzung bauen, um zu gucken, wie es mit den Herzstückchen in der Mitte geht. Und dann werde ich mich an eine Doppelkreuzweiche wagen. Wir haben ja jetzt anscheinend wahrscheinlich in Zukunft viel Zeit in der Freizeit. Sag ich mal so. Oder wir werden viel mehr Freizeit haben wie andere Zeit, wie Arbeitszeit. Gut. Ja, das soll es für die Weiche gewesen sein. Wenn ich was Neues von den Weichen habe, wenn sie mal richtig fertig ist, mit den Holzstäbchen, das ist noch nicht so das Richtige, das gefällt mir noch nicht. Dann muss ich mir irgendwas anderes suchen. Es gibt es ja auch zu kaufen, aber ich will ja kein Geld ausgeben. Mal sehen, irgendwas fällt mir da schon ein. Gut, also, so sieht die fertige Weiche nun aus. Ich zeige sie nochmal für alle. So, ich hoffe, ihr könnt das jetzt sehen. Das soll mal ein kleiner Weichenbauspaß gewesen sein. Wenn ich wieder was Neues habe von den Weichen, ich kann das ja auch nicht jeden Tag machen. Erstens habe ich nicht jeden Tag Lust dazu und zweitens habe ich nicht jeden Tag Zeit dazu. Es sind auch noch andere Dinge im Haus zu tun. Und in der Familie und so weiter. Und okay. Bis dahin, man sieht sich und bis bald.